Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein, ich würde mal sagen, TikTok-bezogenes Video für euch. Ich habe so ein Video sogar schon mal gedreht. Und zwar haben wir da versucht, T-Shirts selber zu bedrucken. Und ich muss sagen, es hat einfach so hammer funktioniert. Deswegen, da das Video auch letztens so gut bei euch angekommen ist, habe ich heute einen neuen TikTok-Live-Test, würde ich es mal nennen. Wir werden heute ausprobieren, uns selber Klebetattoos herzustellen. Ich glaube, so gut wie jeder kennt diese Klebetattoos, oder? Also ich habe die, als ich etwas jünger war, so krass gefeiert. Ich glaube, ich habe gefühlt meine kompletten Arme zugeklebt. Die konnte man halt damals bei uns in einem Euro-Shops kaufen oder ich glaube, heutzutage gibt es sie auch online. Auf jeden Fall kann man die wohl selber herstellen, braucht dafür auch wirklich nichts Besonderes eigentlich. Das werde ich euch gleich alles zeigen. An dieser Stelle schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr zu Tattoos steht. Also möchtet ihr mal welche haben oder habt ihr vielleicht sogar schon welche? Und ich labe jetzt nicht weiter drum rum. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Kommen wir als erstes zu den, ich wollte schon sagen Zutaten, aber nein, zu den, zu den Materialien, die wir für unser Klebetattoo benötigen. Und zwar braucht ihr ein Blatt Papier und übrigens auch einen Drucker, also den kann ich euch jetzt leider nicht in die Kamera halten. Ihr könnt nämlich, das ist das Coole, euch die Motive selber ausdrucken. Also wie hammer ist das? Ja, also ein Blatt Papier, außerdem eine Schere, ein bisschen Parfum und ich muss dazu auch sagen, benutzt bitte Parfum, was euch nicht gefällt, also irgendeins, was ihr irgendwie zu Hause rumfliegen habt, was ihr eh nicht verwendet, was euch nicht gefällt. Ich habe hier zum Beispiel so gefühlt hunderte verschiedene kleine Parfumpröbchen und die werde ich dafür heute benutzen. Und außerdem braucht ihr noch ein wenig Wasser. Ganz normales Leitungswasser, also ich habe jetzt hier einfach lauwarmes Wasser, also nicht zu heiß, nicht zu kalt und das war es auch schon von den Zutaten. Ich würde sagen, wir starten mit der Herstellung unseres Tattoos. Für den nächsten Schritt benötigt ihr euer Handy oder euren PC, wie ihr möchtet. Ich mache das jetzt wie folgt. Und zwar gehe ich jetzt auf die App Pinterest. Und ich habe das jetzt schon im Voraus gemacht. Ich habe mich jetzt einfach mal so ein paar Tattoo-Ideen rausgesucht. Ich habe mich für zwei super filigrane Tattoos entschieden. Einmal für dieses Herzchen. Als zweites habe ich mich für einen super simplen Schriftzug entschieden. Und zwar steht da Love Yourself, falls man es erkennen kann. Ich bin auch echt gespannt, ob das mit so filigranen Schriftzügen überhaupt funktioniert. Und zu guter Letzt, damit es auch nicht so langweilig wird, habe ich mir hier diesen super süßen und witzigen SpongeBob ausgesucht. Das Ganze werde ich jetzt ausdrucken. Natürlich auch in der Größe, wie ich es halt eben haben möchte. Und wenn das geschehen ist oder getan ist, dann melde ich mich bei euch zurück. Hier habe ich jetzt meine ausgedruckten Motive. Ich muss allerdings sagen, es hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet als erwartet. Ich muss das auch gerade hier mit meinem Laptop noch machen, weil man natürlich nicht genau weiß, wie groß die Sachen dann ausgedruckt werden. Also da muss man auf jeden Fall drauf achten. Ich habe hier einmal, wie man erkennen kann, den süßen SpongeBob und die anderen beiden Motive, die ich ausgewählt hatte. Ich glaube, die waren wirklich zu filigran. Deswegen habe ich mich jetzt hier nochmal für so ein anderes Herz und für den Schriftzug You Can entschieden. Also ja, und das schneide ich jetzt erstmal ganz schnell aus. Das sind jetzt hier nochmal meine ausgeschnittenen Motive. Also wie man erkennen kann, das muss auch wirklich gar nicht präzise ausgeschnitten werden. Einfach nur, damit das halt so ein bisschen kleiner ist. Und jetzt starten wir auch mit dem Tätowieren. Wie gesagt, ihr braucht Parfum. Und zwar starten wir damit, dass wir diese Tattoos erstmal komplett mit Parfüm einsprühen. Also ich nehme mich jetzt einfach mal ein beliebiges raus. Und ich glaube, ich starte einfach mal mit diesem kleinen Herzchen. Wir machen das jetzt wie folgt. Also ich werde das Tattoo wirklich komplett mit Parfüm einsprühen, danach in das Wasser legen für ungefähr 3 Minuten. Dann soll man das rausholen, nochmal einsprühen und dann anschließend auf die Haut legen. Also, let's go. Das Ding ist, dadurch, dass ich wirklich sehr kleine Motive ausgewählt habe, braucht ihr wirklich nur so 2-3 Sprüher. Mein Wasser habe ich jetzt übrigens hier in so eine Schale gefüllt.
da lege ich jetzt das Tattoo rein. Und das Ganze soll, wie gesagt, ungefähr 3 Minuten dort liegen bleiben. In der Zwischenzeit widme ich mich natürlich schon mal den 2 anderen Tattoos. So, auch das lege ich ins Wasser. Und auch das kommt in unsere Schale. Leute, ihr glaubt nicht, wie krass mein Zimmer nach Parfum riecht. Vor allem auch nach den verschiedensten Düften, aber gut. So, ich glaube, das müsste jetzt reichen. Ich starte jetzt mal mit dem Herz. Das hole ich mal direkt hier aus dem Wasser raus. So sieht das jetzt aus, also komplett durchgeweicht. Das soll man dann also nochmal mit dem Parfum einsprühen. Anschließend einmal die Stelle, wo man sich das Tattoo natürlich dann hin tätowieren möchte, einsprühen. So. Und das wird jetzt hier drauf gelegt. Und jetzt heißt es warten. Um ehrlich zu sein, Freunde, ich kann es mir echt nicht vorstellen, dass das jetzt wirklich klappt. Aber kommen wir zu dem nächsten Tattoo. Solange die beiden anderen Tattoos hier jetzt noch am Einwirken sind, würde ich sagen, kommen wir dann auch schon zu dem letzten Motiv. Und zwar ist das hier unser SpongeBob. Auch den sprühe ich nochmal gründlich mit Parfum ein. Und ich mache den mir hier jetzt einfach mal an mein Handgelenk. So, die Teile wirken jetzt wirklich schon seit Minuten ein und ich muss sagen, ich glaube, es hat nicht funktioniert, Leute. Wir ziehen es jetzt einfach mal ab. Wow. Wie man sehen kann, sieht man nichts. Kommen wir zum nächsten Tattoo und ich denke auch, das ist ein kompletter Fail. Ja, wie man sieht, die Tinte ist halt einfach noch auf dem Papier drauf. Schreibt mir mal an dieser Stelle bitte in die Kommentare, habt ihr das Ganze schon ausgetestet und hat das bei euch geklappt? Weil, Freunde, ich habe einfach so viele Videos dazu gesehen und es hat einfach funktioniert und bei mir, wie man sieht, hat es nicht geklappt. Also, ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch noch an der Druckertinte und vielleicht auch am Drucker. Also, keine Ahnung. Mann, ich bin jetzt echt traurig, Leute. Aber, naja, bei mir hat es also, wie ihr sehen konntet, leider nicht funktioniert. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, hat es bei euch funktioniert. Das würde mich super interessieren. Ansonsten, ja, lasst mir gerne trotzdem ein Däumchen nach oben da, abonniert gerne meinen Kanal und dann würde ich auch schon sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!